Zürich News mit der Patricia Schmid. Montag, den 8. Februar. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Zürich News. Zum Wochenstart sorgt das für Schlagzeilen. Grosse Kritik nach der Krawallnacht. Die Stadtpolizei muss wegen dem Seilbahnerzug auch noch Prügel von politischen Seiten einstecken. Rote Köpfe im Klosterdorf. Ein erotisches Video mit nackten Nonnen und scharfen Mönchen sorgt für Aufruhr. Miss Europa auf vier Beinen. Appenzellerin Gordon Belinda gönnt Braunvieh-EM. Einsiedeln ist Kille nicht mehr im Dorf. Das Kloster als Kulisse dient für ein Techno-Video mit nackten Nonnen und schwulen Sexorgien, sorgt bei den strengen Katholiken für rote Köpfe. Der geistige Vater vom Skandalfilm ist ausgerechnet der ehemalige Swiss-Metall-Chef. Im Beitrag von Alexander Wenger und Andi Merki nimmt er zum ersten Mal Stellung. Tag früher das Blut von so Mengen Gläubigen. Halbnackte Mönche feiern den Schwulenorgien und trinken die milchige Flüssigkeit aus dem Weihwasserbecken. Der Video zum Lied «White Monks» suggeriert, dass sich solche unchristliche Szenen ausgerechnet hinter den Mauern vom Kloster Einsiedeln abspielen. Tele Zürich zeigt das Video heute den Klosterbesucher. Die meisten finden es eine Provokation. Das gehört nicht in ein Kloster. Also, das ist doch ein heiliger Raum. Das ist Schweinerei. Ja. Das gehört doch nicht dazu. So. Auf eine solche Idee soll man doch nie kommen. Ich finde es eigentlich auch nicht so gut. Aber wir wissen nicht, was hinter den Mauern läuft. Also vielleicht doch eine gelungene Provokation. Verantwortlich für das skandalträchtige Video ist der ehemalige Swiss-Metall-Chef Martin Hellweg. Dass der Hobby-DJ mit seinem Techno-Projekt Milk 67 das Heilige Kloster provoziert, lässt er nicht gelten. Die Empörung macht keinen Sinn, genauso wie in dem Film Illuminati man den Vatikan als Drehkulisse hat und keiner glaubt, dass dort Mafiöses passiert, glaubt wahrscheinlich auch niemand, dass im Kloster Einsiedeln solche fiktiven weißen Mönche, die ja frei erfunden sind, tanzen. Hinter den dicken Klostermauern sieht man das allerdings anders. Die Verantwortlichen vom Kloster Einsiedeln haben heute vor der Kamera keine Stellung nehmen. Man hat mir allerdings am Telefon ausrichten lassen, dass man sich in jeder Form von diesem Videoprojekt distanziere, dass man sich ungerecht behandelt fühle und dass man bereits strafrechtliche Schritte eingeleitet hätte. Dass Martin Hellweg schon bald eine Klage am Hals hat, ist ihm gleich. Wie er sagt, habe er nichts Illegales gemacht. Alle Bilder seien auf öffentlichem Raum gedreht worden. Dass sein Video für Schlagzeilen sorgt, findet er sogar positiv. Und ich denke, dass die Diskussion nur heilsam ist, weil der Umgang mit Sexualität hinter Klostermauern im Grundsatz ein Tabuthema ist, das aber, das sehen aktuelle Ereignisse, durchaus auch mal diskutiert werden kann. Ein Ziel hat der Hobby-DJ auf jeden Fall schon mal erreicht, denn der provokative Videoclip sorgt mittlerweile sogar schon in Bulgarien für Schlagzeilen.